Es braucht ein allgemeines positives Zukunftsnarrativ. Der Krieg wütet in Europa zwischen Russland und der Ukraine. Wir haben gerade Corona hinter uns gebracht mit allen negativen Folgen, mit Krankheit, mit Tod, mit Überlastung der Gesundheitssysteme, mit Überlastung der Mitarbeiter in den Spitälern, mit Polarisierung der Gesellschaft. Das ist ja eine der Tendenzen leider in den letzten Jahren oder in den letzten 10 Jahren sogar, dass unsere Gesellschaft so gespalten ist, dass es immer heißt, die einen gegen die anderen. Wir haben China, das Säbelrasseln bewirkt gegenüber Taiwan. Wir haben Japan, das wieder voll aufrüstet. Es wird generell viel aufgerüstet in der Welt. Es wird wieder viel über Krieg gesprochen, über Krankheit gesprochen, über totalitäre Tendenzen gesprochen. Wir erleben einen Ausbau der Überwachungssysteme. Wir erleben den Klimawandel. Wir erleben, dass es tatsächlich eigentlich sehr wenig positive, optimistische Zukunftsaussichten gibt. Nun hilft natürlich nicht wegschauen von diesen kritischen Themen. Es gibt die Theorie des Stockdale Paradox. Das Stockdale Paradox besagt, dass man einerseits auf die negativen oder kritischen Dinge realistisch sehen kann, andererseits gleichzeitig aber doch einen positiven Ausblick haben kann. Und das ist etwas, was ich ein wenig vermisse in den Diskussionen mit den Menschen, in den Diskussionen über die Medien. Es wird immer nur schlecht geredet, es wird immer nur darüber geredet, wie alles den Bach hinuntergeht. Es wird immer nur darüber geredet, die Preise steigen, die Wirtschaft steht vor dem Abgrund und so weiter. Okay, das ist der eine Punkt. Ja, schauen wir realistisch auf diese Dinge. Aber wo bleibt der Optimismus? Wo bleibt das Konstruktive? Wo bleibt wirklich der Punkt, dass wir sagen, gehen wir es an? Ja, okay, das ist das Problem. Aber was ist die Lösung? Schauen wir nicht nur auf die Probleme, schauen wir nicht nur über das, was schlecht läuft. Hören wir auf, über diese Dinge nur zu jammern. Nein, wieso setzen wir uns nicht zusammen? Wieso kreieren wir nicht zusammen positive Wege aus dieser Krise? Das heißt, warum kreieren wir nicht zusammen ein allgemeines, positives Zukunftsnarrativ? Dies ist meine Einladung dazu. Was braucht es dazu? Es braucht dazu einiges. Ich würde sagen, erstens Aufarbeitung der Vergangenheit. Die Wunden der Vergangenheit müssen irgendwie geheilt werden. Darunter fällt zum Beispiel noch immer Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Darunter fällt jetzt spontan Aufarbeitung der Corona-Spaltung. Nämlich Stichwort Corona-Versöhnung. Reichen wir uns die Hand, setzen wir uns zusammen, reden wir darüber, was passiert ist, schauen wir, dass wir hier wieder zusammenfinden. Was gehört noch dazu? Weniger Macht den Medien, sei es traditionelle, sei es Social Media. Es tut uns nicht gut. Wir können als Gesellschaft nicht damit gut umgehen. Wir müssen Abstand halten. Wir müssen weniger das glauben, was uns transportiert wird über die sozialen Medien. Mein Vorschlag ist, hören wir weniger auf Social Media, gehen wir wieder Schritte aufeinander zu, setzen wir uns zusammen und besprechen wir wirklich in real life die Dinge. Meine Erfahrung ist, dass das sofort Dinge verändert. Das dritte, was es braucht, ist in meinen Augen eine neue Story, ein neues Narrativ. Wir haben nicht mehr so die zentralen Narrative, die unsere Gesellschaften vereint, sei es religiöse Narrative, die sind sowieso schon lange weggefallen, sei es technische Narrative, klar, die Technik entwickelt sich sowieso weiter, aber wir sehen, dass Technik sowohl für Positives als auch für Negatives verwendet werden kann. Das bedeutet, das technische, technokratische Narrativ ist auch per se kein zukunftsträchtiges. Es braucht wieder eine neue Form, denke ich, der Verbundenheit. Ein Narrativ, das es schafft, uns als Menschen zu einigen, wieder uns gemeinsam auf einen Weg zu bringen, ohne dass wir uns gegenseitig unterdrücken, ohne dass wir in einen rudimentären Kollektivismus zurückfallen. Nein, sondern ein Zukunftsnarrativ, das beides vereint, unsere Individualität,
unsere Selbstständigkeit, unsere Freiheit und gleichzeitig unser Zusammengehörigkeitsgefühl, unser Gefühl dafür, dass wir alle miteinander verbunden sind und gleichzeitig unser Gefühl dessen, dass wir eigentlich hier sein können, dass es gut sind, dass es gut ist, dass wir als Menschheit hier sind. Nämlich dieser Gedanke, Überbevölkerung und wir zerstören diesen Planeten, der kann nämlich auch in sehr dunkle Zeiten zurückführen, wenn man sagt, wir sind zu viele Menschen auf diesem Planeten. Ja, aber was bedeutet das? Das bedeutet, setzen wir uns zusammen, reden wir wieder face to face, schaffen wir ein positives Zukunftsnarrativ, hinterlassen wir diesen Planeten gemeinsam besser, als wir ihn vorgefunden haben, arbeiten wir selber an unseren moralischen Fähigkeiten, arbeiten wir selber daran, wieder auf andere Menschen zuzugehen, wieder ihnen zuzuhören. Schaffen wir gemeinsam ein allgemeines, positives Zukunftsnarrativ. Bist du dabei?